Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, es ist soweit. Nach fast 2 Jahren kommt mein erstes Q&A. Beziehungsweise ich habe euch gesagt, dass ihr irgendwas in die Kommentare schreiben sollt oder fragen sollt und ich werde einfach darauf antworten. Und ich möchte einfach nicht viel labern. Fangen wir an. Wie alt bist du? Die Frage wird mir häufig gestellt. Ich bin gerade erst 18 geworden, also ich habe am 5.10. Geburtstag. Und vielleicht seht ihr es hier schon, diese 2 Sachen habe ich zum Geburtstag zum Beispiel bekommen. Das sind so Play-Buttons, die meine Freunde gemacht haben, beziehungsweise 2. Einmal meine Schwester, das ist der hier, und der andere von der Lavinia. Also nochmal Dankeschön für die guten Geschenke. Wie kommst du auf deinen YouTube-Namen? Mert. Das ist ein bisschen strange, das war auf einer Klassenfahrt 2016, da sind wir in London gewesen. Und die Engländer konnten meinen Namen irgendwie nicht richtig aussprechen. Die haben halt statt nicht Mert, sondern Mert gesagt, nur Mert. Und dann haben 2 meiner Freunde auf Spaß, Grüße gehen raus an den Marco, daraus sogar ein Lied gemacht. Das kann ich vielleicht einblenden. Ich glaube, ich habe doch sogar ein Video dazu. Sieben Mercurets, 7 Mercurets und die nächste Strophe 8 Mercurets, 8 Mercurets, 8 Mercurets. Genau, deswegen heiße ich Mert mit 3 Ö. Mehr Videos, 4 Ausrufezeichen, hab Hunger. Das schreiben mir relativ viele, dass ich irgendwie zu wenig Videos mache und ich soll viel mehr Essensvideos machen. Ich habe da richtig viele Sachen geplant. Es werden so viele Essensvideos noch kommen. Aber ich habe halt noch Schule und ich mache die Videos halt immer entweder freitags oder in den Ferien. Und was die Leute nicht wissen, ist, dass es relativ zeitaufwendig ist, diese Videos zu machen. Weil man da nicht vor einer Kamera sitzt und labert, wie ich das gerade mache. Sondern man muss die Sachen einkaufen, vorbereiten, recherchieren, kreativ sein und. Und das dauert halt ein bisschen, deswegen dauert es immer ein bisschen länger, diese Essensvideos zu machen. Aber es sind Sachen geplant, es wird noch viel kommen. Geil, Mann! Hast du die Aerophobie? Grüß mich bitte. Aerophobie, die Angst vor Luft oder Luft einzuatmen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber klar, ich habe echt Angst, Luft einzuatmen. Ey, das... Ich habe echt Angst. Oh mein Gott, nein, 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 nein! Spasti. Wenn du ein Ananas wärst, hättest du Angst, gegessen zu werden? Fragezeichen. Also entweder bin ich dann halt einfach so, ich werde nie gegessen und verschimmle. Oder ich habe nicht Glück und ich werde gegessen. Aber ich glaube, ich hätte Angst, schon gegessen zu werden, weil dann wäre ich ja tot. Und ich glaube, sterben möchten jetzt nicht so viele. Also ja, ich hätte Angst, eine Ananas zu werden und dann gegessen zu werden. Okay. Mach den Mund mal zu, Diggi, du stinkst, hehe. Fragezeichen. Hashtag no hater, bin Fan. Ja, tut mir leid, wenn ich einen Döner mit Knoblauchsoße und Zwiebeln esse, dann stinke ich halt immer und da helfen auch irgendwie nicht 15 Stunden oder so, die Zähne zu putzen. Kann ich schon verstehen, deswegen halt dein Handy einfach ein bisschen weiter weg oder dein Laptop, schau die Videos so an und genau, dann musst du meinen Geruch auch nicht mehr aufstehen. Tut mir leid. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Bist der beste YouTuber, Idol. Sowas freut mich immer gern zu hören, wenn jemand sowas sagt. Also ich meine, ich mache jetzt nicht so viele Videos, dass ich euch hier ein Vorbild sein kann, aber ich versuche einfach so das Beste draus zu machen und wenn ich sowas höre, das freut mich echt. Also vielen Dank und ich hoffe, die Videos gefallen euch einfach und Dankeschön. Habibi, bist du wirklich verlobt oder war das Spaß, weil du eigentlich 18 bist? Fragezeichen. Kann man dich noch heiraten? Das haben mich sehr viele kleine Zuschauer gefragt, beziehungsweise auch so die kleinen Kinder in meiner Schule. Ja, ich bin 18 und Leute, also ihr habt das Video gesehen. Was kann man dazu schon sagen? Ist doch alles so in der Hand, ob ich verlobt bin oder nicht. Also, als ob ich sowas fake. Also bitte, nein. Das war ein Witz, ne? Boy, that escalated quickly. Stellt euch vor, Mert Abi öffnet Dönerladen namens Mert Kebab. Hallo? Ich wollte sagen, dass das so mit dem Mathe- und Deutsch-Abi nichts wird. Ich breche die Schule ab und werde Dönermann. Also dann, ciao. Ja, ciao. Du hohle Birne! Kannst du mal nach Köln für Fantreffen? Merts Gang. Fantreffen, wie gesagt, gerne. Irgendwann, falls ich mal ein bisschen größere YouTuber werde, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, kann ich gerne mal nach Köln kommen. Aber... Dankeschön, dass du es vorschlägst. Döner oder Dürüm? Fragezeichen. PS, ich liebe dich. Hauptsache es ist Döner. Da lege ich mich auf nichts fest, so. Aber ich würde, glaube ich, eher zu Döner tendieren. Dürüm ist zwar leichter zu essen, aber Döner ist halt Döner. Ist halt Döner so. Hast du schon mal was geklaut? Hehe, Fragezeichen. Ob ich schon mal was geklaut habe? Ja, habe ich. Und zwar, ich glaube, ich war da 10. Und kennt ihr diese, ich glaube, das kennen die Kinder von heute nicht, aber kennt ihr noch diese Automaten da, diese roten?
Da gab es, glaube ich, früher einen Trick, da konntest du einen Einkaufschip reintun und dann konntest du so lang drehen, wie du willst, und dann kam immer was raus. Und ich habe das mal gemacht bei den Kaugummis und habe das dann immer so in der Tüte gepackt, habe immer gedreht und habe dann Kaugummis für 10 Cent geklaut. Einmal und nie wieder. Ich hatte so Schiss. Ich hatte 2 Monate irgendwie so richtig das schlechte Gefühl. So. Ich habe mich echt wie ein richtiger Dieb gefühlt. Also nichts klauen. Einfach nichts klauen, Leute. Meine ist, bist du Türke? Ja, ich bin Türke, wie gesagt. Ich bin ein Döner. Nice. Hast du eine Freundin? Leute, das haben wir doch schon geklärt. Ich habe doch keine Freundin, aber habt ihr nicht das Verlobungsvideo angeschaut? Ach, Mensch. Hä? Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ich schaue relativ viele Leute an, aber ich habe mich nicht so richtig auf einen YouTuber festgelegt. Also ich schaue relativ viele YouTuber an, zurzeit halt Luca Corncrafter. Wie läuft's mit den Durstlöschern, allerliebster Mert? Falls Leute den Durstlöscher nicht kennen, das ist das hier. Der Durstlöscher, der stolz drauf ist, dass 1% Fruchtgehalt drin ist. Leute, kauft den Scheiß nicht, das ist einfach nur Umweltverschmutzung. Einfach nicht kaufen, say no to, Hashtag say no to Durstlöscher. Einfach nein. Wer ist der coolste Album? Das ist der coolste Newcomer-Rapper, den ich kenne. Ich verlinke euch mal sein Instagram in meine Beschreibung. Checkt ihn einfach ab, abonniert ihn und Flo, du bist ein Gott. Danke, dass es dich gibt. Wie viele Jahre alt bist du und was willst du werden? Wie gesagt, ich bin 18 und ich möchte eventuell Maschinenbauingenieur werden, aber das ist noch nicht so richtig klar. Aber mein Traum ist es schon seit klein auch Maschinenbauingenieur zu werden. Genau. Rasierst du den Bart mal? Bart, ich soll dich mal rasieren. Soll ich das mal machen oder nicht? Nicht? Ich weiß, ich bin nicht witzig. Ich weiß, ihr schaut mich ja nicht, weil ich witzig bin, sondern weil ich leckeres Essen mache. Okay, ich weiß. Kann es sein, dass du dumm bist? Aber zu der Frage, natürlich rasiere ich mein Bart, sonst wäre mein Bart schon zu lang. So Leute, das war's mit dem Video. Du kannst mir noch auf Instagram und Snapchat folgen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hier ist doch mein letztes Video. Da habe ich euch gezeigt, wo es den besten Döner in Deutschland gibt. Und hier ist mein vorletztes Video. Das war mein Essensvideo. Da habe ich aus einer Ananas einen Papageien gemacht. Das müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!